So, schönen guten Tag. Ich grüße Sie zu unserem heutigen Seminarbeitrag im Seminar Erneuerbare Energien. Es freut mich besonders, dass der Herr Professor Werner auch dieses Jahr Zeit gefunden hat, uns zu dem Thema Photovoltaik, wie geht es weiter, berichtet. Denn das bleibt ja wirklich spannend. Weltweit boomt die Photovoltaik unglaublich. Man glaubt es nicht. Zuwachsraten die in immenser Größe. Bei uns in der Bundesrepublik muss man sagen, fast zum Schattendasein verdammt, muss man sagen. Etwa noch ein Achtel, glaube ich, von der ursprünglichen Maximalzahl, was an Installationszahlen zu erwarten sind für das kommende Jahr. Und das ist wirklich betrüblich. Aber gibt es von der technischen Seite her Hoffnung, dass es auch bei uns weitergeht? Das sind ja verschiedene Dinge falsch gemacht worden. Von der technischen Seite ist nichts falsch gemacht worden, aber von den Anlagenherstellern ist da tatsächlich einiges da, denke ich, falsch gelaufen. Zu unserem Referenten heute möchte ich noch was dazu sagen. Schon in seiner Dissertation mit dem Thema elektronische Zustände an Korngrenzen von Silizium lässt seinen Forschungsschwerpunkt erkennen. Für seine Arbeit hat er die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft bekommen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat er dann in der Festkörperforschung als Gastwissenschaftler bei AT&T und IBM in den Folgejahren weitere Erfahrungen gesammelt und hat 1991 habilitiert und 1996 wurde er zum Ordinarius am Institut für Photovoltaik in Stuttgart berufen. Er ist gleichzeitig Gastprofessor am Tokyo Institute of Technology. Ich bin ganz gespannt auf den Vortrag. Herr Professor Werner, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Fehrenbach, für die Einführung. Sie legen mir schon einiges auf hier, dass ich hier gut aussehen soll. Das haben wir ja schon besprochen mit dem Kameramann. Was das bedeutet, das will ich gar nicht näher sagen. Aber die Spuren des Alters sind auch an mir erkennbar. Ich freue mich, dass ich ein paar Bekannte sehe von der Hochschule hier in Karlsruhe. Zumindest zwei Altbekannte, auch ein ehemaliger Mitarbeiter ist da. Ja, und ich soll reden zu Photovoltaik. Wie geht's weiter? Fehrenbach hat mich angerufen im Januar. Januar, da ist ja ein Termin im Mai ganz weit weg. Sie haben so einen schönen Vortrag gehalten. So müssen Sie es also machen, wenn Sie jemanden kriegen wollen. Und könnten Sie nicht im Mai oder so im Sommersemester wiederkommen? Aber könnten Sie vielleicht nicht zum anderen Thema vortragen? Ja, irgendwas wird mir schon einfallen. Und ich habe zugesagt. Und dann stand ich vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen vor dem Problem. Was erzählst du denn jetzt wirklich Neues? Und ich habe mir aber ein paar Sachen überlegt. Ich werde ein paar Dinge anders machen, als Sie sich vielleicht vorstellen. Ich rede natürlich zu dem Thema, wie geht es weiter. Aber ich rede auch, gerade wenn ich an der Hochschule bin, zu etwas, was ist denn an Photovoltaik und Solarzellen eigentlich so Besonderes gegenüber einer normalen Diode? Und die Antwort wird sein, überhaupt nichts. Ich habe es hiermit garantiert mit einer ganzen Menge Hardcore-Elektrotechniker zu tun. Ich habe ja mal ursprünglich Physik studiert, bin aber dann mutiert zu so einem angelernten Elektrotechniker. Und so über die Brücke möchte ich ein bisschen reden. Zuerst muss ich mal Danke sagen. Das, was ich hier erzähle über die Technologie, das mache ich ja nicht mehr selber. Wenn ich ins Labor gehe, dann gucken meine Leute und sagen, was will der eigentlich hier? Hoffentlich fasst der nichts an. Der macht eh nur alles kaputt. Und wenn ich Ihnen von den guten alten Zeiten erzähle, dann gucken Sie mich so an, wie ich früher meine Chefs angeguckt habe und merke dann, dass ich alt geworden bin. Also die Technologie haben die hier gemacht, die hier stehen. Renate Zapf-Gottwege und Jürgen Köhler, das sind die Gruppenleiter der beiden Gruppen, industrielle Solarzellen und das ist die Lasertruppe. Und die drei, die machen derzeit tatsächlich die ganzen Laserprozesse, auf die ich in einem Teil meines Vortrags eingehen werde, zu den laserdotierten Solarzellen. Und dann gibt es noch Birgit Winter, die Leiterin unserer Technologiegruppe, die dann guckt, dass wirklich auch die Zellprozesse im Rheinraum laufen. Okay, Überblick über meinen Vortrag. Wie funktioniert eigentlich eine Solarzelle? Jeder von uns weiß ja, wie so ein Ding funktioniert. Ich stelle immer wieder fest, je länger ich damit arbeite, dass ich im Grunde eigentlich nicht so richtig verstehe, wie das Ding funktioniert. Und im Vergleich zu einer normalen Diode, und heute versuche ich so ein bisschen was darüber zu erzählen, wie man vielleicht doch einiges davon besser verstehen kann. Und dann geht es zum eigentlichen Thema. Wie geht es weiter? Herr Fehrenbach hat in der Einleitung schon gesagt, na, da ist vielleicht in Deutschland was schiefgelaufen. Darüber kann man sich streiten. Tatsache ist,
jedenfalls diejenige, dass es in Deutschland kaum noch Installationen von Photovoltaikanlagen gibt, verglichen mit dem, was weltweit so passiert. Der Weltmarkt ist explodiert und explodiert weiter in der Photovoltaik. Und noch schlimmer, es gibt kaum mehr deutsche Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen. Der größte ist noch Solar World. Ich werde darüber reden, dass es vielleicht eine Chance gibt, diese Entwicklung wieder umzudrehen. Da gibt es aber so ein paar Dinge noch, über die man auch reden muss, die nicht jeder und jede, die in der Photovoltaik, der oder die in der Photovoltaik arbeitet, gern hört. Es gibt nämlich Schadstoffe in Photovoltaikmodulen. Und zwar in fast allen, insbesondere das Blei. Darüber rede ich auch. Und dass das auch eine Chance wäre für deutsche Hersteller, wenn sie Blei vermeiden, das ist im Lötzinn drin, mit dem man die Module zusammenlötet, sich abzuheben von der asiatischen Konkurrenz. Und wenn man dann noch höhere Wirkungsgrade macht, dann ist wirklich eine realistische Chance da. Da rede ich dann über sehr hohe Wirkungsgrade. Das kann ein Ausweg sein für europäische und insbesondere für deutsche Hersteller. Genau an der Ecke arbeiten wir mit unseren sehr hocheffizienten Rückseitenkontaktsolarzellen. Da rede ich dann über Herstellkosten. Ich werde Ihnen zeigen, dass man auch unter deutschen Umweltbedingungen mit deutschen Löhnen Zellen und Module bauen kann, die gut konkurrieren können mit der asiatischen Konkurrenz. Und zum Schluss noch zwei Folien zu Speicherkosten. Rauskommen wird dabei, dass man im Jahr 2030 Photovoltaik plus Lithium-Ionen-Akku den Strom in Deutschland unter deutschen Einstrahlungsbedingungen zu etwa 10 Cent die Kilowattstunde herstellen kann. Beides, also den gespeicherten Strom für 10 Cent haben kann. Ich fange mal an mit dem ersten. Wie funktioniert eigentlich eine Solarzelle? Na gut, wir kennen alle diese Module. Das sind jetzt welche, die bei uns auf dem Dach stehen. Wir testen ja Photovoltaikanlagen. Ja, das Einfachste ist zu sagen, ja, zuerst mal muss ich das Sonnenlicht in so einer Zelle absorbieren. Dann muss ich Elektronen anregen, irgendwie. Und dann muss ich einen gerichteten Stromfluss haben für die Elektronen. In dieser Zelle geht der Stromfluss in die Richtung. Ja, da gibt es ein einfaches Beispiel, das Sie alle kennen. Das ist wie in einem Wasserkraftwerk. Also, das habe ich hier auch, einen gerichteten Fluss von Wasser. Hier geht es den Berg runter, hier treibt natürlich die potenzielle Energie. Den Fluss von Wasser hier runter, stellen Sie sich vor, das wäre der Rheinfall in Schaffhausen. Woher weiß eigentlich das Wasser im Rhein, dass es dahin muss? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich weiß es das Wasser nicht. Das Wasser fließt aus dem Rhein raus, weil es hier den Wasserfall runtergeht. Aha. Ja, und kann ich das jetzt auf eine Photovoltaikzelle übertragen? Die Antwort ist ja. Ich zeige Ihnen hier so das einfachste Modell einer Solarzelle. Was muss ich haben? Ich habe einen Halbleiter. Einen Halbleiter nehme ich deswegen, weil es in Halbleitern möglich ist, die Elektronen im Leitungsband und die Elektronen im Valenzband in einem Nicht-Gleichgewichtszustand zu halten. Das heißt, wenn ich ein Elektron mal da hochgebracht habe, dann kann das Elektron sehr lange leben, bevor es wieder ins Valenzband runterfällt. Das ist das Erste. Dazu muss ich natürlich Strahlung absorbieren. Okay, Strahlung wird absorbiert, indem das Elektron da hochgeht. Das soll es aber so lange bleiben, bis es da vorne ankommt. Das wäre der Wasserfall. Ich will einen gerichteten Stromfluss von Elektronen haben. Wie kriege ich das hin? Ja, wenn ich sie hier raus haben will, muss ich erst mal gucken, dass sie nicht hinten raus können. Okay, dann baue ich jetzt hier also so eine Membran ein oder eine Barriere hier. Elektronen können nur auf der Seite raus. Gut, okay. Jetzt rege ich also so, die Sonne soll jetzt von der Seite kommen, könnte auch von hinten kommen, ist egal. Jetzt rege ich mit meinem absorbierten Photon ein Elektron hier an. Das soll mein Photon sein und es ist da oben. Wieso geht es jetzt nach vorne? Ja, die Elektronen, Wasserfall, das Wasser wird, wenn es hier rausläuft, dann läuft es von da hinten nach. Das Entscheidende ist also, ich muss dafür sorgen, dass nur hier hinten rausläuft. Das habe ich schon gemacht. Ich muss auch gucken, die Elektronen, die kommen ja da unten vom Valenzband, die sollen hier auch nicht raus können, deswegen baue ich da eine Barriere hin. Okay, so grob verstehen wir, dass wenn da was rausgeht, irgendwas nachkommt. Nur wieso kommt es nach? Das ist natürlich die Diffusion. Nachher werden wir gleich sehen, ersetzen wir diese Membran durch einen PN-Übergang.
Aber jetzt gucken wir mal an, was da passiert. Das Elektron wird also runterfallen. Und selbstverständlich, jetzt fehlt hier unten ein Elektron. Das sagen wir natürlich, das ist ein Loch entstanden. Das Loch geht dann zu dem Kontakt hin. Gibt es ja gar nicht, die Löcher. Das ist ja nur Erfindung von Physikern. Es wird das Elektron aus dem Valenzband hier von dem Kontakt nachgeliefert. Und die Sonne macht dann nichts anderes als unten fließen Elektronen im Valenzband. Und die Sonne pumpt sie hoch. Und vorne laufen wie an einem Wasserfall die Elektronen aus. Jetzt habe ich da noch Quasi-Fermi-Niveaus und solche Dinge reingetragen, die mittlere freie Energie beschreiben von Elektronenlöchern. Das lassen wir alles weg. Aber das haben wir alle verstanden. Also ist ähnlich wie ein Wasserfall. Jetzt, bloß wie macht man so ein Ding? Ja, das ist ja dann, ein Ingenieur muss das dann auch machen. Man kann ja so einfach so hinmalen. Für einen Physiker ist das leicht, Membran. Ja, als Ingenieur macht man dann einfach einen P-Übergang hin. Das soll ein P-Typ-Halbleiter sein, jetzt mache ich einen N-Typ-Halbleiter hin. Und ich mache den N-Typ-Halbleiter hier nur deswegen, um das Leitungsband nach unten zu treiben. Okay, nach unten zu biegen. Dass hier die Elektronen, vereinfacht gesagt, auslaufen können. Und hinten möchte ich sie nicht rauslaufen lassen. Deswegen mache ich hier hinten auch eine Barriere hin, hier. Das heißt, ich mache hier einen Hoch-P-Typ-dotierten Bereich. Jetzt ist meine Solarzelle schon fertig. Und jetzt passiert eben das hier. Elektronen laufen im Valenzband rein, werden hochgepumpt und vorne laufen sie wieder aus. Gut, das haben wir verstanden. Und wie man das in der Solarzelle macht, das wissen Sie auch, wie das Ding dann aussieht. Hier stark übertrieben natürlich in der Zeichnung. Na, ich habe hier einen P-Typ-Halbleiter. Und jetzt muss ich diesen Wasserfall ja irgendwie einbauen in die Solarzelle. Da brauche ich den P-N-Übergang. Das P-Typ-Silizium. In diesem Beispiel, da vorne habe ich einen N-Typ-Bereich hochdotiert und in dem Bereich habe ich eine Raumladungszone. Und das ist der Wasserfall. Diese Raumladung sorgt mir dafür, dass Elektronen, die mal bis hierher gekommen sind, abgezogen werden. Hier. Und der Transportmechanismus, mit dem Elektronen hier durch die Solarzelle durchkommen, das ist Diffusion. Also oft steht dann in Lehrbüchern da, das elektrische Feld saugt die Elektronen. Das stimmt gar nicht für diese Zelle. Diese Zelle ist 180 Mikrometer dick und der Bereich, in dem die Raumladungszone und der hochdotierte Bereich sind, ist nur ein Mikrometer dick. Das ist Diffusion. Wenn hier die Konzentration abnimmt von Elektronen, das sind in dem Fall Minoritätsladungsträgern, die Konzentration ist niedrig, dann sehen die Elektronen, die hier drin sind, natürlich ein Konzentrationsgefälle und diffundieren in die Richtung. Ähnlich wie bei unserem Rheinfall in Schaffhausen das Wasser aus dem Bodensee nachläuft. Ich muss für eine treibende Kraft dafür sorgen, eine treibende Kraft sorgen, die mir die Ladungsträger hier raustreibt. Okay, gut. Ja, und hier ist es dann so, Photonen gehen rein, hier habe ich die Kontaktfinger auf der Vorderseite, die Antireflexschicht, hier habe ich den Rückseitenkontakt. Photonen gehen rein, werden absorbiert, erzeugen ein Elektronlochpaar, genauer gesagt, sie pumpen ein Elektron aus dem Valenzband ins Leitungsband hoch. Das Elektron läuft durch Diffusion nach vorne und das Loch läuft zum Rückseitenkontakt. Was nichts anderes bedeutet, als dass das Elektron im Valenzband von dem hinteren Kontakt nachgeliefert wird, um dann wieder hochgepumpt zu werden. Gut, also Solarzelle, und das kennen wir natürlich auch alle. Das läuft dann so in der Vorlesung typischerweise. Wir alle kennen ja die Dunkelkennlinie einer Diode. Das ist die hier. Eine Siliziumdiode, jetzt typischerweise bei Spannung 0 fließt natürlich kein Strom. Und wenn ich eine Spannung so wie erhöhe, dann fließt ganz wenig Strom. Sehe ich gar nicht auf dieser linearen Achse. Wenn die Spannung größer als 0,6 Volt ist, dann geht es hier exponentiell hoch. Okay. Und jetzt scheint halt die Sonne auf die Solarzelle drauf. Ich habe also eine große Diode und die verschiebt dann diese Kennlinie nach unten. Und wir haben jetzt auch verstanden, wie dieser Photostrom da entsteht, weil die Sonne die Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband pumpt. Okay, das ist also eine Diode und das ist eine Solarzelle. Ja, gut. Und da ist sie im Dunkeln und da ist sie im Hellen. Ja, was ist denn das im Dunkeln? Auf das kommt es mir jetzt an. Was ist denn im Dunkeln überhaupt? Wann ist eine Solarzelle im Dunkeln? Die gleiche kenne ich nochmals. Gut, und jetzt deswegen habe ich Ihnen, um das Dunkel zu machen, wir können das Licht nicht ausmachen, sonst sehen Sie nichts, habe ich Ihnen im Dunkeln mit der Kiste mitgebracht. Da habe ich also meine Solarzelle, von der ich
gerade versucht habe, so zu tun, wie wenn ich sie verstanden hätte. Die tue ich ins Dunkle und dann nehme ich eine Diode, die ich gerade gekriegt habe. Und frage mich, wo ist der Unterschied? Ja gut, das eine ist größer und das andere ist kleiner, das sehe ich. Okay, das sehe ich. Aber eigentlich, wenn ich die jetzt ins Dunkle tue, ich tue es ins Dunkle, was passiert denn da? Also ich will jetzt diese Dunkelkennlinie erklären. Jetzt gucke ich die Dunkelkennlinie an, so wie ich sie auch in der Vorlesung selbstverständlich erkläre. Für die ersten Semester im Elektrotechnik, dann erkläre ich also lang und breit, wie diese Kennlinie entsteht, mit Diffusionsströmen und so weiter, Schocklesche Theorie und so weiter. Und dann zeige ich auch die Rückwärtskennlinie und sage dann die Rückwärtskennlinie, das ist dieser Sperrsättigungsstrom hier, wenn ich eine Spannung in Rückwärtsrichtung anlege, fließt hier ein Strom in Rückwärtsrichtung, der ist konstant. Gut, wenn er zu groß ist, dann passiert ein Zehnerdurchbruch oder Lawinendurchbruch oder sowas. Aber woher kommt das hier eigentlich? Bei meiner Diode in der Kiste da drin. Ist das anders als bei einer Solarzelle? Und das ist die Diodenkennlinie, kennen Sie auch. Was passiert da wirklich im Dunkeln? Das ist jetzt meine Solarzelle, mein Wasserfall da. Pennübergang, das hier. Gut, das Erste, was wir natürlich wissen von Vorwärtskennlinie. Vorwärts ist immer einfach. Das erklärt man dann so, also wir legen an diese Diode, legen wir Spannung an in Vorwärtsrichtung. Das soll ein P-Typ-Halbleiter sein, da gibt es nur ein paar Elektronen, hier unten gibt es viele Löcher. Und da, Elektronen werden jetzt aus dem N-Typ-Gebiet indiziert. Wir bauen da diese Bandverbiegung ab und die Elektronen gehen dann da rein. Von denen gibt es ganz wenige. Ab da diffundieren dann die Elektronen als Minoritätsladungsträger in das P-Typ-Gebiet rein. Und dann rekombinieren sie weg. So rein und dann fallen sie runter und dann laufen sie im Valenzband hinten raus. So funktioniert eine Diode in Vorwärtsrichtung im Dunkeln da drin. Das ist der Verlauf der Ladungsträgerkonzentration. Ja, gut. Und jetzt Rückwärtskennlinie. Rückwärtskennlinie, hier, ich lege also eine Rückwärtsspannung an, macht diese Bandverbiegung hier größer und jetzt werden die Elektronen hier aus dem Leitungsband hier rausgezogen und das ist dann der Dunkelstrom. Und jetzt, wieso ist der konstant? Wo kommen eigentlich die Elektronen her? Hier oben. Also wenn ich, sobald ich eine Spannung anlege, nach ein paar Millisekunden, das ist eine andere Diode, die dann auch im Dunkeln ist, ist halt eine fettere, dann muss ja dieses Leitungsband ausgelaufen sein vor Elektronen. Die müssen ja ständig irgendwo herkommen. Im Dunkeln. Naja, irgendwas habe ich vergessen. Weil es ist ja so, der Strom, der muss jetzt also von Elektronen, Löcher gibt es ja nicht, ja, die fließen also im Valenzband hier rein und jetzt müssen die hier hochkommen. Im Dunkeln. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie ein Strom fließen kann in Rückwärtsrichtung. Hier kann ja die Elektronen nicht raus, da, wenn die hier reinkommen, weil da habe ich eine riesige Bandverbiegung, die kommen nicht hin. Ja, die Antwort ist eigentlich, wie schaffen, woher kriege ich die Energie, dass die Elektronen da hochkommen? Vom Valenzband ins Leitungsband. In dieser schwarzen Kiste drin. Im Dunkeln. Mhm. Ich habe was vergessen. In der dunklen Kiste gibt es natürlich Strahlung. Wärmestrahlung. Kann ich ausrechnen. Planck'sches Strahlungsgesetz. Die Wärmestrahlung, die können wir noch nicht sehen. Das Maximum, wenn ich mir die Planck-Verteilung angucke, als Funktion der Wellenlänge, wo das Maximum der Planck'schen Strahlungsgesetzes kommt, dann liegt das bei 10 Mikrometer. Also bei sehr, sehr geringen Energien, weil das sind 75 Millielektronenvolt. Aber es gibt natürlich ein paar Photonen, die haben genügend Energie, im Fall des Siliziums, und 1,12 Elektronenvolt um ein paar Photonen gibt es, die genügend Energie haben, um die Elektronen hier hochzupumpen. Ja, ständig werden auch im thermodynamischen Gleichgewicht, eine Kiste im Dunkeln, wenn ich keine Spannung angelegt habe, werden Elektronen hochgepumpt.
und es fallen pro Sekunde genau gleich viele wieder runter. Und zwar überall in der Solarzelle. So, und jetzt lege ich eine Rückwärtsspannung an. Da passiert natürlich eins, werden überall in der Zelle werden, oder in meiner Diode, auch in der hier, werden Elektronen angeregt und die fallen auch welche runter. Aber diejenigen in der Nähe des PN-Übergangs, etwa eine Diffusionslänge weg, die werden, weil hier vorne welche abgezogen werden, durch das elektrische Feld hier nachgeliefert. Ach so, so geht das. Ja, das ist doch genau das Gleiche wie bei einer Solarzelle. Der einzige Unterschied ist derjenige, dass ich bei der Solarzelle einfach den Deckel aufmache. Das ist der ganze Unterschied. Also der Sperrsättigungsstrom jeder Diode, das ist nichts anderes als ihr Photostrom im Dunkeln. Und im Dunkeln heißt, das Ding ist immer im Dunkeln, weil da ist es nämlich vergossen, da kommt ja keine Beleuchtung hin, weder von der Sonne noch hier von den Leuchtstoffröhren. Es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Solarzellen und normalen Dioden. Das ist mein Punkt. So, wenn ich das jetzt erzähle, dann müsste natürlich jede Siliziumdiode den gleichen Sperrsättigungsstrom haben. Ja, weil ja das ganze Spektrum da drin sich nicht ändert. Ist ja völlig egal, was für eine Siliziumdiode ich reintue. Es müsste ja nur von der Bandlücke abhängen, dieser Dunkelstrom. Der Punkt ist nur, ich kann natürlich hier auch Defekte in der Bandlücke haben. Und jetzt kommt ein Photon her, hebt das Elektron zuerst mal in diesen Zustand und dann weiter hoch. Das erklärt dann, das steht in der Literatur, steht dann, das ist der thermische Generation oder so. Ja, da steht diese thermische Generation, wie soll denn das gehen? Es ist ja nicht so, dass die Atome wackeln und dann ihre Elektronen wegschütteln da hoch ins Leitungsband. Sondern das ist diese Schwarzkörperstrahlung, die auch in dieser dunklen Kiste da drin ist. Okay, also keine Angst, Elektrotechniker und Elektrotechnikerinnen, es gibt keinen Unterschied. Ich habe jetzt nur zwei Dinge, die man sonst aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, mal zusammengeführt. Und es ist ja logisch, warum ich diese Kennlinie habe, Dunkelkennlinie. Entschuldigung, dass ich jetzt zurückgehe. Ja, klar, logisch. Ich habe halt nur eine beschränkte Anzahl von Photonen, die eine genügend große Energie haben, damit ich Elektronen über die Bandlücke anheben kann ins Leitungsband. Das macht mir diesen Strom. Das ist alles. Und wenn ich den Deckel aufmache, habe ich mehr Photonen. Deswegen wird diese ganze Kennlinie nach unten verschoben. Punkt. Es gibt eine geschlossene Kiste und es gibt eine offene Kiste. Und manchmal findet man in so einer Kiste auch sowas drin. Ja? Jetzt tue ich mache meine Kiste wieder zu. Und jetzt komme ich zu dem Markt und solchen Dingen. Photovoltaikmarkt. Wenn man sich das anguckt, in Deutschland gibt es fast keinen mehr neu installierten Photovoltaikanlagen. Wir haben allerdings etwa 39 Gigawatt Photovoltaikanlagen installiert. Da waren wir mal Weltmeister, jetzt sind wir es nicht mehr. Und es gibt kaum mehr deutsche Firmen. Jetzt gucken wir uns mal an, was passiert ist in den letzten Jahren, getrieben vor allen Dingen in den Anfängen durch das deutsche Einspeisegesetz, was ein super Gesetz war, dass jeder und jede, die eine Photovoltaikanlage betrieben hat, für den Strom Geld kriegt. Das hat den ganzen Weltmarkt angetrieben und die Lernkurve in der Photovoltaik, auf die ich noch kommen werde, auch. So, das sind jetzt Vorhersagen aus 2013, die für 2014 sehr, sehr gut gestimmt haben. Das ist die blaue Kurve der European Photovoltaic Industry Association, die Vertreter der europäischen Photovoltaikindustrie, über die Gesamtinstallation auf der Welt, alles zusammengezählt. Und da sind wir jetzt so knapp bei 200 Gigawatt Photovoltaik installiert weltweit und der Anstieg geht weiter. Vor allen Dingen getrieben durch Installationen in China, Japan, USA, Indien kommt jetzt und in Südamerika, in Brasilien, in Argentinien werden Photovoltaikanlagen installiert. Über 200 Gigawatt, es geht weiter. Okay, in Deutschland Photovoltaik. Vorher hatten wir eine lineare Achse, jetzt habe ich hier eine logarithmische Achse gezeichnet. Die Kurve hatte ich auch letztes Jahr gezeigt. Sie sehen hier logarithmische Achse, hier die Zeit,
Wir haben eine wunderschöne E-Funktion, exponentiellen Anstieg der Installation, der gesamten Installation von 39 Gigawatt. Das ist so etwa die Fläche von Photovoltaikanlagen. Dieser exponentielle Anstieg hier wurde umgebogen zu einem linearen Anstieg. Und das kann man natürlich so malen, wenn Sie das angucken. Hier, wenn Sie hier den Strom aufgetragen hätten und hier die Spannung bei einer Diode, hätten Sie eine Diodenkennlinie. Hier und hier, das wäre dann der Serienwiderstand. Und das ist dann Serienwiderstand, das ist ein politischer Widerstand. So kann man das auch diskutieren. Und der hat, früher habe ich die Einheit ein Rössler genannt oder ein Röttgen. Die wäre dann ein Gigawatt pro Jahr gewesen. Heute müsste ich es anders nennen. Das heißt, der Zielwert ist 52 Gigawatt im Jahr 2020 zu haben. Wenn Sie jetzt sehen, weltweit sind schon über 200 Gigawatt installiert, wäre es immerhin noch ein Viertel. Aber es geht ja weiter bis 2020 in den anderen Ländern. Wie geht es weiter? Das sind die zusätzlichen Installationen, die in den nächsten Jahren kommen werden. Wir hatten in diesen Jahren so etwa 4 bis 5 Gigawatt pro Jahr in Deutschland installiert. Und dann haben andere Länder übernommen. Es geht so weiter, letztes Jahr waren es etwa 40 Gigawatt. In den nächsten 2, 3 Jahren werden zusätzlich 45 Gigawatt an Photovoltaikanlagen weltweit installiert werden. Und in Deutschland wird es relativ wenig sein. Jetzt, diese Folie hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Das eine ist, wenn ich vergleiche den deutschen Markt, der ist derzeit so um 1 Gigawatt pro Jahr. Zu besten Zeiten waren mal 7 Gigawatt pro Jahr. Die gute Nachricht, das war die schlechte, dieser Zuwachs, der wird neue Fabriken erfordern. Das werden die Fabriken, die es bisher gibt, gar nicht alles machen können. Es gibt jetzt eine Chance. Die Deutsche Bank hat letztes Jahr veröffentlicht, es gibt einen zweiten Goldrausch in der Photovoltaik. Der erste hat in Deutschland stattgefunden, der andere findet jetzt halt irgendwo anders statt in Deutschland. Das gibt jetzt natürlich Chancen für deutsche Hersteller, hier an diesem Zuwachs teilzunehmen. Zum Beispiel mit neuen Fabriken. Wir gucken uns mal den Marktanteil an. Modulhersteller, Marktanteile. Hier steht jährliche Modulproduktion. Hier, das sind die 45 Gigawatt, 40 bis 45, die wir letztes Jahr hatten. Und das wird in den nächsten Jahren weitergehen. Das gucken wir uns hier an. Da steht, das ist Europa, europäische Hersteller. Das waren dann die Q-Cells, die Schotts und andere deutsche Hersteller auch. SolarWorld natürlich, Bosch. Hier hatte Europa, und das war im Wesentlichen Deutschland, einen ganz erheblichen Marktanteil an verkauften Modulen. Inzwischen sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, wenn Sie hier sehen, der europäische Anteil ist geschrumpft. Das haben Sie die letzten 3 Jahre so in der Zeitung gelesen. Da standen dann so Katastrophenmeldungen drin. Die Deutschen haben nicht genügend in die Forschung investiert und solche Dinge. Das stimmt überhaupt nicht. Die Firmen haben richtig gut geforscht und da auch Geld investiert. Das Wissen ist aber ins Ausland transportiert worden. Andere haben gelernt, vor allen Dingen von den deutschen Herstellern, wie man Modulfabriken baut. Und die Deutschen haben die Modulfabriken gebaut, zum großen Teil, in Asien. Was dazu geführt hat, dass speziell in China und in Taiwan immer mehr Module produziert worden sind und dann natürlich auch zu Dumpingpreisen auf den deutschen, europäischen und später auch Weltmarkt und vor allen Dingen auf den deutschen und europäischen geworfen worden sind. Und jetzt steht hier Japan, Zuwachs. Und wenn man da genauer nachforscht, wie diese japanischen Module gemacht werden, dann sind das zum großen Teil Zellen, die in China produziert werden und die in Japan dann in Module eingebaut werden und dann von japanischen Firmen verkauft werden. Das passiert übrigens auch in Deutschland, dass es deutsche Modulhersteller gibt, die speziell chinesische oder taiwanesische Module verbauen. Der Bau von Fabriken und auch die Herstellung von Modulen ist in China hoch subventioniert, auch heute noch. Diese Subventionen haben die deutschen Hersteller nicht gekriegt.
Also wenn Sie nachfragen, wo liegt eigentlich die Ursache, dann ist es diejenige, dass da es einfach keine wirklich guten Marktbedingungen für die europäischen Hersteller gab. Das ROW, das steht für Rest of World. Zum Beispiel Thailand. Gut, Schlussfolgerung, schlechte Nachrichten. Wie geht's weiter? Zunächst mal Beschreibung des Stands. Kaum noch Markt in Deutschland. Also es wurden kaum noch Photovoltaikanlagen gebaut. Was daran liegt, dass man in Deutschland nur noch sehr schlecht Geld verdienen kann mit der Installation und dem Betrieb von großen Photovoltaikanlagen. Sie dürfen auch nur noch an wenigen Stellen gebaut werden. Konversionsflächen entlang von Autobahnen, entlang von Eisenbahnlinien. Dann natürlich die EEG-Umlage hat den Markt gedrückt und die deutschen Hersteller, hatte ich gerade schon diskutiert, gute Nachrichten, es gibt einen riesigen Markt außerhalb von Deutschland und die bisherigen Hersteller können das Wachstum kaum mithalten. Also wenn man einsteigen will wieder in die Photovoltaik, dann sollte man es eigentlich jetzt tun, als Hersteller von Modulen. Neue Fabriken werden benötigt. Man sieht es auch weltweit. Es werden in China wieder Fabriken gebaut und es werden in USA wieder in Fabriken gebaut. Es werden aber in Europa und insbesondere in Deutschland derzeit keine Fabriken gebaut. Jetzt kann man sich überlegen, welche Optionen hat man denn? Gibt es irgendwie was ganz Neues, was ganz Revolutionäres? Die Antwort ist nein. Also richtig revolutionär sehe ich nicht. Auch das, was wir machen, was ich nachher zeige, ist nicht richtig revolutionär. Man kann sich überlegen, Dünnfilmmodule, als nehmen wir doch Kupfer-Indium-Gallium-Dieselnit. Das habe ich selber 10 Jahre lang gemacht. Im Jahr 2006 habe ich beschlossen, damit aufzuhören. Hier etwa. Oder Cadmium-Tellurid, amorphes Silizium. Das sind keine Optionen. Wir gucken uns einfach die nackten Zahlen an. Zwischen 1983 und hier dem Jahr 2015 ist der Weltmarkt explodiert an Modulen. 10 hoch 4 etwa an Modulen. Aber das Verhältnis zwischen kristallinem Silizium und dünnen Filmen ist also fast gleich geblieben, wenn man da hinguckt. Es hat sich eigentlich nicht viel getan. Und insbesondere hier bei den dünnen Filmen ist es eigentlich eher weniger geworden über die letzten Jahre. Der Grund ist relativ einfach. Die ganzen Dünnfilmmodule, die konnten nie mithalten mit den Wirkungsgradsteigerungen von solchen Zellen und solchen Modulen. Das ist einfach nicht gelungen, trotz vieler Hoffnung und sehr, sehr guter Arbeit. Kaum also. Und irgendwie was ganz Neues, Revolutionäres, Ladungsträgervervielfachung oder so etwas, was ich selber mal propagiert habe vor 20 Jahren, das hat alles nicht funktioniert, da muss man einfach ehrlich sein. Also es geht wahrscheinlich eher so runter mit den Dünnfilmen. Da gibt es einen Markt dafür, aber es ist nicht das, was die Photovoltaik wieder treibt. Und der Grund ist diese Lernkurve für Module aus kristallinem Silizium. Die Preise von Modulen, wenn man zurückrechnet auf 1976, da steht Dollar pro Watt Peak. So eine Zelle hat 4,5 Watt Leistung. Ja. Wenn man zurückrechnet, dann hätte die 80 Dollar gekostet, das Watt Peak, mal 4 hier. 320 Dollar, ja? Okay, hätte diese Zelle gekostet. Gut, über die letzten Jahre ist deswegen, weil immer mehr davon produziert worden ist, dass diese Skala sagt, wie viel ist insgesamt produziert worden, ist über diese kumulative Produktion, weil immer mehr produziert worden ist, der Preis immer mehr gefallen. Und wir sind jetzt etwa hier. Das ist eine Lernkurve, die hat einen Lernfaktor von 0,8. Das heißt einfach, ein Lernfaktor heißt 0,8 heißt, wenn Sie von einem Gigawatt auf 2 Gigawatt gehen, dann fallen die Herstellkosten um 20%. Immer dann, wenn Sie verdoppeln, Herstellkosten fallen um 20%. Das schafft man über einfach über die Massenproduktion und über die Erhöhung der Ausbeute. Je mehr Sie von etwas produzieren, umso besser lernen Sie, es billig zu produzieren. Und diese Lernkurve für die Photovoltaik ist überhaupt nichts Besonderes. Das gibt es in anderen Industriezweigen auch. Sie müssen halt viel produzieren. Sie müssen nur schaffen, dass Sie das, was Sie produzieren, verkaufen. Und genau das hat das deutsche Einspeisegesetz hier gemacht über viele Jahre. Hat hier gezogen.
Und inzwischen ist die Photovoltaik so billig, dass sie sich viele Leute um die ganze Welt leisten können. Das treibt jetzt den Absatz weiter. Okay, gut. Die Preise sind auf ein Hundertstel gefallen in 40 Jahren in der Photovoltaik. Ich kenne kein anderes Produkt, das so stark gefallen ist. Weil hier muss man natürlich über Zehnerpotenzen dann die Kurve vorantreiben. Wenn man, nachher zeige ich Ihnen die Kurve von Lithium-Ionen-Akkus, naja, da ist man halt erst so weit gekommen. So anderthalb Zehnerpotenzen. Das heißt, es ist ganz klar, wenn wir mehr Speicher brauchen, dann muss man dafür sorgen, dass es Leute kaufen und diesen Absatz hier antreiben, dann kommt man da auch runter mit einer Lernkurve. Okay. Diese Lernkurve konnten die Dünnschichttechnologien einfach bisher nicht mithalten. Heute kauft man Module immer noch für 50 Cent das Watt Peak. Sie kriegen sie billiger, wenn Sie es haben wollen. Die EU schreibt vor, dass chinesische Module für 56 Cent pro Watt Peak in der EU verkauft werden müssen. Da gibt es eine Strafsteuer für chinesische Module. Jetzt kann man die umgehen. Zum Beispiel dadurch, dass jemand von Taiwan verkauft. Das kann man ja machen. Und das passiert auch. Deswegen kriegt man immer noch Module für 50 Cent das Watt Peak. Das werde ich nachher nochmals brauchen. Das heißt, eine solche Zelle kostet heutzutage 2 Euro. Und nicht mehr, da oben waren es 320 Dollar, also das ist das Faktor 100 etwa. Okay. Jetzt bauen wir aus diesen Zellen und ein Modul natürlich, indem wir diese Module mit die Zellen zu Modulen verschalten. Das passiert dann über solche Kupferbändchen, die man auf die Vorderseite dieser Zelle drauf lötet. Auf das Löten komme ich gleich. Kupferbändchen hier drauf gelötet und verbindet dann mit der Rückseite der nächsten Zelle. Dann bauen wir Module und dann bauen wir eine Photovoltaikanlage, betreiben die in Süddeutschland und dann kommt raus, das rechnet man dann so, die Anlage läuft über 20 Jahre. Man nimmt einen Kredit auf, zum Beispiel 4-5% an Zinsen. Heute kriegt man das billiger. Aber wenn man so durchrechnet über 20 Jahre, dann kommt man auf Stromgestehungskosten von 8 Cent die Kilowattstunde. 8 Cent die Kilowattstunde. Photovoltaikstrom ist in Süddeutschland der billigste Strom überhaupt. Billiger als Strom aus der Braunkohle, auch billiger als Strom aus Steinkohle. Braunkohle ist billiger, aber die gibt es nicht in Süddeutschland. Gibt es in der Mitte von Deutschland und Norddeutschland ist dann Windstrom der billigste. Also 8 Cent die Kilowattstunde. Und ich denke, so im Jahr 2030 werden wir bei 5 Cent die Kilowattstunde sein. Gestehungskosten von Photovoltaikstrom. Ich glaube nicht, dass es weiter runter geht. Weil ich muss ja irgendwie eine Aufständerung bezahlen, ich muss Löhne bezahlen und so weiter. Das ist so ein unterer Anschlag für mich. Das werde ich nachher auch noch benutzen. Jetzt komme ich auf das hier, auf die 50 Cent. Das Watt Peak, das kauft dann ein Installateur oder der schwäbische Häuslesbauer, die Häuslesbauerin, die kriegt das nicht, aber der Großhändler kriegt die Module ein und verbaut die Anlagen. Kann man dagegen halten? Naja, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, ich muss in Deutschland produzieren dann, muss gucken, kann ich das überhaupt mithalten. Das andere ist, so diese Tabu, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, diese Drecksecke, die es in der Photovoltaik noch gibt, über die normalerweise niemand redet, aber ich habe hier die Gelegenheit, ich denke, das sollten Sie mitnehmen. Es gibt Schadstoffe in Photovoltaikmodulen, das ist der politisch korrekte Begriff, Schadstoffe, ich sage manchmal einfach Gift. Okay, wo? Gucken wir uns den Weltmarkt an. Das ist jetzt die Kurve, was haben wir Photovoltaik gebaut und verkauft die letzten Jahre. Da steht jetzt, das ist die Leistung, die die Module haben und die sind jedes Jahr verkauft worden. Letztes Jahr sind 40 Gigawatt Photovoltaikmodule in den Markt gebracht worden und verbaut worden. Welche Module? Da sehen Sie, das ist die Gesamtleistung aller Module. Wenn Sie die Kurve, die schwarze Kurve aufintegrieren, dann kommen die 200 Gigawatt raus, die weltweit installiert sind. Welche Anteile haben die Technologien? Die blaue Kurve, das ist kristallines Silizium. Das sind die 90%.
Und der Rest sind die Dünnfilmmaterialien, das ist hier unten. Amorphes Silizium in der Vergangenheit, das ist mehr oder weniger ausgestorben, weil der Wirkungsgrad so niedrig ist. Cadmium-Tellurid, kräftig zugenommen, das ist Kupfer-Indium-Gallium-Dieselnit. Das sind einfach die Modulleistungen. Jetzt, was ist da drin? Beim Cadmium-Tellurid ist einfach zu sehen, da ist natürlich Cadmium drin. Und Sie können es auch nie weglassen, im Klartext. Und was ist mit dem? Naja, das sind die Technologien, das ist eine Ist ein Modul aus kristallinem Silizium, das ist ein Cadmium-Tellurid-Modul, das ist ein amorphes Silizium-Modul, Kupfer-Indium-Gallium-Dieselnit. Auf die Modulverschaltung, wie man das macht, gehe ich in dem Vortrag nicht ein, sondern jetzt nur mal auf die Materialien, die drin sind. Das Hauptproblem hat tatsächlich das kristalline Silizium. Da gibt es nämlich eine ganz mir nicht verständliche Vorgehensweise. Wenn man die Zellen zu Modulen verschaltet, nimmt man ein Kupferbändchen und das Kupferbändchen wird gelötet. Und alle, die löten, die kennen inzwischen die AOHS, Restriction of Hazardous Substances. Das heißt, die Beschränkung von gefährlichen Substanzen, das ist eine EU-Verordnung. Heutzutage sind in jedem elektrischen oder elektronischen Produkt, das in den Markt gebracht wird, ist es verboten, mit Blei zu löten. Was Sie in der Kommunikationselektronik und der Haushaltselektronik haben, da darf nirgends mehr mit bleihaltigem Lot gelötet werden. Nur in der Photovoltaik. Das ist ausgenommen. Es ist so. Jetzt haben wir einfach eins gemacht. Wir wissen ja etwa, da sind 40% Blei drin, im bleihaltigen Lötzinn, was es ausmacht. Das sehen Sie, das ist einfach, diese Kurve geht natürlich proportional zur installierten Leistung weltweit. Und weltweit sind 14.000 Tonnen Blei verteilt worden in den Modulen. Und Cadmium-Tellurid enthält Cadmium, das sind fast 2.000 Tonnen Cadmium. Meistens wird nur auf dem Cadmium rumgehackt vom Cadmium-Tellurid. Aber das eigentliche Problem, das größere Problem, liegt eigentlich bei dem Blei. Gut, jetzt kann man noch argumentieren, dass Cadmium 10-mal so giftig ist wie Blei, aber das hilft ja nicht viel. Die mir nicht verständliche Situation ist, selbstverständlich kann man bleifrei löten. Man muss mit der Temperatur ein bisschen höher gehen, für die Solarzellen wird das bedeuten, die Ausbeute geht ein bisschen runter. Das kann man, die japanischen Hersteller zeigen das. In Japan ist es verpönt, Blei zu nehmen. Ist nicht verboten, ist einfach nur verpönt. Also da ist dieses Blei drin und das ist Cadmium. Jetzt stellt sich die Frage, ist das gefährlich? Und sofort die Antwort, nein. Wenn Ihr Modul auf dem Dach ist, da passiert nichts. Ihre Kupferdachrinne ist ja auch nicht gefährlich. Ja? Und Ihr Bleiakku ist ja auch nicht gefährlich. Wenn Sie sauber entsorgen. Die gesetzliche Regelung von Photovoltaikmodule ist so, dass es eigentlich in Europa jedes Land eine Sammelstellen einrichten müsste, bei der sie Module abgeben können. Diese, das ist die WEEE, die Elektronikschrottverordnung in der EU. Tatsächlich passiert das aber in Deutschland noch gar nicht. Aber Sie müssen also in Zukunft Ihr Photovoltaikmodul, wenn es kaputt ist, manche gehen ja kaputt durch Hagelschäden, das hatten wir in Süddeutschland vor 2 Jahren, Ihr Modul da abliefern, da tun sich aber schwer damit. Jetzt könnte ja der schwäbische Häuslisbauer, ich bin ja, darf ja über die Schwaben auch was sagen als Schwabe, könnte ja auf die Idee kommen, ja, mein defektes Modul, sehe ich 2 Möglichkeiten. Also erst, beide brauchen einen Hammer. Ich nehme einen großen Hammer, wesentlich ist das ja Glas, und haue mein Modul klein, stecke es in Hausmüll oder aber, kann es ja auch als umweltbewusster Schwabe, in Altglascontainer reintun. Da ist dann natürlich das Blei drin. Wenn ich es in Hausmüll tun würde, dann endet dieses Modul letzten Endes auf einer Müllkippe irgendwo. Und darin besteht dann die eigentliche Gefahr. Genau das haben wir uns angeguckt. In der Literatur steht nämlich, es ist alles völlig problemlos. Da, wenn da Wasser rankommt, tut sich ja nichts. Insbesondere beim Cadmium-Tellurid, das ist gar nicht wasserlöslich. Das haben wir uns angeguckt. Sehr genau. Es gab ein paar Studien davor, die haben wir alle Studien gesammelt. Die sind aber nie so aufgetragen worden, das sind unsere eigenen Daten. E steht für eigen.
Wir haben eins gemacht, wir haben Module genommen aller gängigen Technologien, Kupfer, Indium, Gallium, Dieselnit, Blei, Siliziummodule, Amorphes Silizium und so weiter. Alle diese Technologien enthalten Bändchen. Diese Bändchen, mit denen beim kristallinen Silizium die Zellen verlötet werden, und bei den Dünnschichttechnologien wird immer die erste Zelle im Modul und die letzte Zelle mit solchen Kupferbändchen miteinander verbunden. Die werden dann zur Anschlussdose geführt. Also immer ist Blei drin. Und im Cadmium-Tellurid eben Cadmium und Tellur. Wir haben diese Module klein gemahlen. Worst-Case-Studie. Zu groß, so großen Stückchen. Können Sie sich vorstellen, das kann passieren, ja, wenn Sie es irgendwo in Straßenbau oder sowas reintun würden. Und dann kommt natürlich Wasser ran. Und in der Literatur steht, da passiert nichts, insbesondere mit dem Cadmium-Tellurid. Das löst sich nicht auf. Und das ist völlig richtig, wenn Sie einen pH-Wert von 7 haben. Also neutrales Wasser. Klar, das Problem ist nur, Regenwasser ist immer sauer. Da bewegen Sie sich da mit dem pH-Wert. Und dann können Sie das Cadmium-Tellurid-Modul auseinander machen. Und je saurer es wird, umso mehr kriegen Sie auseinander. Und eine Mülldeponie liegen Sie etwa hier. Dann kriegen Sie das Cadmium raus. Leider. Aber man kriegt auch das Blei raus. Ja, das sehen Sie. Das hier ist das Blei. Es ist völlig, man könnte das Blei weglassen. Das heißt, sind Sie sich dessen bewusst, es ist, also Photovoltaik ist eine ganz tolle Technologie, aber da ist aus wirtschaftlichen und politischen Gründen ist es immer noch erlaubt, mit bleihaltigem Lot zu löten. Jeder, der von Ihnen eine Schaltung aufbaut, kann das ohne Blei machen. Okay, das ist eines der Dinge, wenn man sagt, wie geht es weiter? Ja gut, dann als erstes sollte man diesen Blödsinn aufgeben, ja? Sage ich als Vertreter der Photovoltaik. Ich denke, man sollte vor seiner eigenen Tür kehren, bevor man über Kohlekraftwerke schimpft. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich natürlich das Cadmium anguckt, das aus einem Kohlekraftwerk rauskommt, da sind wir viele, viele Zehnerpotenzen drüber. Aber man kann die Photovoltaik hier wirklich grün machen. Okay, gut. Also einer der Auswege für Europäer wäre, ja, lasst uns das schadstofffrei machen. Das ist gar nicht schwierig. Und jetzt hohe Wirkungsgrade. Das hatte ich letztes Jahr schon angesprochen. Dieses Jahr verwende ich diese Folie nochmals. Wenn Sie eine Photovoltaikanlage bauen, dann gehen Sie zu Ihrem Installateur. Vielleicht sind Sie ja selber einer und wollen eine große bauen, aber im Normalfall sind Sie es ja nicht. Dann brauchen Sie Module und fragen den Installateur oder die Installateurin, was kostet so ein Ding auf meinem Dach? Dann wird er oder sie sagen, ohne Mehrwertsteuer, 1500 Euro für 1 Kilowatt Peak. Das sind dann so grob 7 Quadratmeter Module auf dem Dach, ein Kilowatt Peak. Also so, die Module haben einen Wirkungsgrad 15-16%. Als Installateur wollen Sie vielleicht eine große Photovoltaikanlage auf der Wiese bauen. Jetzt kaufen Sie die Module ein in dem Bereich. Hier kriegen Sie die asiatischen Module, hier kriegen Sie die europäischen Module um den Preis. 50 bis 60 Cent pro Watt Peak, so eine Zelle hat 4. Und Sie wollen ja Kilowatts haben, also 500 bis 600 Euro gehen in die Module. Jetzt müssen Sie Aufständerung haben, eine Aufständerung, Sie müssen Kabel haben und es müssen Menschen diese Module ja installieren. Lohnkosten, das nenne ich Balance of System. Die liegen in dem Bereich, für die kleine Anlage da, für die große Anlage da und für die kleine Anlage da, in dem Bereich. Und jetzt je nachdem, wie die Anlage aussieht, also auf jeden Fall brauchen Sie immer einen Wechselrichter. Wenn Sie auf einem Hausdach installieren, brauchen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit ein Gerüst, Versicherung und der Installateur will auch was zu denen, 5%, 7%, so irgendwo in der Gegend. Entscheidend ist, das brauchen Sie immer. Völlig egal, welche Module Sie verwenden, auch welchen Wirkungsgrad die haben. Den Wechselrichter wählen Sie aus nach der Leistung, nicht nach dem Wirkungsgrad der Module. Okay, die beiden Dinge zusammen, die hängen vom Wirkungsgrad der Module ab. Wenn Sie ein Kilowatt installieren, dann brauchen Sie für Module mit niedrigem Wirkungsgrad eine große Fläche von Modulen, viele Module. Sie brauchen aber auch mehr Aufständerung, Sie brauchen längere Kabel und Ihr Personal braucht länger, um zu installieren. Das heißt, diese Kosten, die sind flächenabhängig, die hängen vom Wirkungsgrad der Module ab. Die sind es nicht. Wenn Sie jetzt vergleichen, welche Module nehme ich denn für die Anlage, dann werden Sie angucken, was kostet mich die ganze Anlage pro Kilowatt Peak oder pro Megawatt. Hier, das ist einfach die Summe dieser
Werte hier, Module, Euro pro Watt Peak, Balance of System, die wird normalerweise in Quadratmeter gerechnet, und dann die Fixkosten. Und wenn Sie mir jetzt Module verkaufen würden mit einem höheren oder niedrigen Wirkungsgrad, würde ich fragen, ja gut, was sollten Sie denn kosten? Wenn Sie Module mit niedrigem Wirkungsgrad verkaufen wollen, würde ich sagen, nehme ich. Wenn die nur 10% Wirkungsgrad haben und ich kann welche kriegen mit 15%, dann zahle ich aber nicht nur 2/3, sondern ich rechne ein, ich brauche ja auch viel mehr Aufständerung. Ich zahle also weniger als 2/3 meiner verglichen mit den anderen Modulen. Das rechne ich rein. Und wenn Sie mir Supermodule verkaufen, sagen 30%, gibt es eigentlich gar nicht, aber ich nehme die 30% Module. Ich rechne jetzt ganz genau, wie viel ich einspare bei der Aufständerung. Das muss ich immer mitrechnen. Und meinen Inverter, den brauche ich sowieso. Das brauche ich nicht zu vergleichen. Okay. Also, wenn ich jetzt rede über höhere Wirkungsgrade, Module, selbst die besten Module kann ich nur von bestimmten Preis in den Markt drücken. Die Kosten hier, die sind flächenabhängig. So, und jetzt glauben Sie mir, dass ich Module nachher umrechnen kann von Watt Peak, Euro pro Watt Peak auf Euro pro Quadratmeter. Ich fange mal hier an mit den Modulen. Normalerweise wird nur über das geredet. Die sollen jetzt 15% haben. Das sind heutzutage schon relativ lausige Module. Die müssen 16 haben, aber ich nehme das, lässt sich schon rechnen. Und die kauft man für 50 Cent, das Watt Peak. Okay, kriege ich. Dann sind das 75 Euro pro Quadratmeter. 75 Euro pro Quadratmeter. Das habe ich letztes Jahr gesagt, das ist der Preis von Ziegelstein etwa. Ja? Edelstahl ist teurer. Okay, das sind meine Module, 75 Euro der Quadratmeter, die kaufe ich so ein. Jetzt habe ich aber diese ganze Aufständerung. Diese Aufständerung kostet bei so einer großen Anlage so um die 30 Euro pro Quadratmeter. Das sind meine Fixkosten, die interessieren mich nicht zunächst mal, ob ich jetzt Module mit höherem oder niedrigem Wirkungsgrad nehme. Die bleiben immer gleich. Okay, gut. Jetzt rechne ich um von Euro pro Kilowatt Peak auf Euro pro Quadratmeter. Sie können gern die Folie haben. Sie glauben mir, dass ich das irgendwie kann. Und jetzt gucke ich mir an, was bedeutet das für Sie oder für den Installateur, der andere Module kaufen will als diese Standardmodule. Entschuldigung, Feldwald- und Wiesenmodule, sage ich mal, despektierlich. Die kriege ich also für 15% Wirkungsgrad. Und die kriege ich heute, das sagt die EU, wenn das ein chinesisches Modul ist, dann muss das um 56 Cent pro Watt Peak verkauft werden. Das setze ich auf Null, weil mich interessiert nur als Installateur, wie viel, wenn ich die kaufe oder wenn Sie kaufen, Modul mit niedrigem Wirkungsgrad oder mit höherem Wirkungsgrad, wie viel zahle ich mehr oder weniger? Und da gibt es eine Gleichung, da sind die erlaubten Kosten, zusätzlichen Kosten, die ich habe, hier ist Null. Für Module mit höherem Wirkungsgrad würde ich ein bisschen mehr bezahlen, mit niedrigem Wirkungsgrad würde ich weniger bezahlen. Sie sehen sofort, hier, wenn ich hohe Installationskosten habe, hier, das ist die Balance of System, wenn ich eine super Aufständerung habe, dann nehme ich ein Modul, das 9% oder 8,7% Wirkungsgrad habe, überhaupt nicht, dann muss der mir das schenken oder mir sogar noch zusätzlich Geld geben. Ja? Okay, nehme ich. Jetzt interessiert mich nur mal die höheren Wirkungsgrade. So dieses 30% Modul, von dem manche träumen, sage ich, ja gut, meine Installationskosten für so eine große Photovoltaikanlage, die liegen so bei 30 Euro pro Quadratmeter etwa da. Also für ein 30-prozentiges Modul verglichen mit einem 15-prozentigen Modul, ja, da zahle ich 15 Cent mehr. Das ist 56, ich zahle nur 15 Cent mehr. Es ist also gar nicht nur der Wirkungsgrad, was den Markt bestimmt, sondern es sind die Installationskosten. Okay, nachher zeige ich Ihnen, unser Zielwert ist 21%. Module mit 21% Wirkungsgrad. Dazu, wenn ich hier in den Markt kriegen will, wenn ich in Deutschland produzieren will, dann kann ich mir angucken, gegenüber dem chinesischen Modul oder asiatischen Modul, habe ich dann, darf ich nur um 5 Cent mehr verkaufen. Entscheidend ist also, wie sind meine Herstellkosten nachher. Und wenn jemand eine super Installation haben will, oh ja gut, dann kann ich auch 14 Cent mehr verlangen als dieses Modul. Jetzt rede ich über unsere Rückseitenkontaktzellen. Das sind normale Zellen hier, so wie ich sie Ihnen gerade gezeigt habe. Irgendwo liegt so eine Zelle. Ja, die hat 3 Busbars, die hat halt nur 2 Busbars. Die haben normalerweise gute, sehr, sehr gute Zellen in der Produktion, 18,5% Wirkungsgrad. Das schaffen wir auch bei uns. Die haben die Größe hier, 6 Zoll.
Das ist die Rückseite. Vorderseitenkontakt hier wird mit dem Rückseitenkontakt der nächsten Zelle verbunden. Natürlich ist die dann umgedreht. Und es gibt aber richtig gute Zellen, Superzellen. Firma SunPower macht die weltweit die besten Solarzellen. Das sind alle Kontakte auf der Rückseite. Rückseitenkontaktzellen. Da gebe ich Ihnen mal welche rum. Das sehen Sie dann, das sind Kontakte auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Der eine ist zum P-Typ und das andere ist zum N-Typ und das sind unsere. Die 22% Wirkungsgrad, bis 23 können Sie auch kaufen. Wenn Sie die Preise angucken, der Module, dann liegen die etwa bei 90 Cent pro Watt Peak. 90 Cent pro Watt Peak. Verglichen mit 50 Cent pro Watt Peak. Also wenn Sie meine Kurve angucken, dann lohnt sich das nicht, die zu kaufen. Trotzdem verdient SunPower Geld. Die bauen nämlich ihre eigenen großen Photovoltaikanlagen und die haben ein super Marketing. Denen geht's gut. Aber nochmals, 90 Cent das Watt Peak. Wie weit sind wir? Na, unsere beste dieser großen Zellen bisher, wir haben nur 7 von denen gemacht, wir haben viele kleine Zellen gemacht, liegen wir 21,2. Unsere sind 5 Zoll so groß, SunPower kann keine größeren Zellen machen. Wir werden unsere Zellen auf 6 Zoll hochfahren. Das ist die Zelle, die ich durchgehen lasse. Das sind die Stromsammelschienen, die Busbars. Und Sie sehen, wenn Sie die Zellen nachher angucken, hier Kontaktfinger in die Richtung gehen. Das ist immer Kontakt zu N-Typ, P-Typ, N-Typ, P-Typ. Und wir wollen 22% machen. Ich denke, das gelingt uns auch. Und jetzt kann man sich mal durchrechnen, was das bedeuten würde, wenn man in Deutschland diese Zellen macht, baut, eine Fabrik baut. Das ist im Detail durchgerechnet und die Zellen verkauft. Jetzt ist natürlich entscheidend, wie sind die Herstellkosten. Wir machen alles mit Lasern, das ist unser Geheimnis. Die Rückseitenkontakt von SunPower, da müssen diese Prozesse, das ist, hier ist der PN-Übergang, das ist ein N-Typ-Silizium, das ist ein P-Typ-Silizium und das ist der ohmsche Kontakt. Die müssen mit Maskierschritten gemacht werden, ähnlich wie in der Mikroelektronik. Sie müssen immer Masken aufbringen und die Masken wieder wegmachen, dann lokal diffundieren oder lokal oxidieren, irgendwelche Prozesse machen. Wir machen es ganz anders. Wir machen alles mit dem Laser. Zum Beispiel hier, wir dotieren lokal mit dem Laser. Oder aber, machen den PN-Übergang. Hier, wir müssen unsere Zellen passivieren. Die Passivierschicht öffnen wir lokal mit dem Laser. Das Entscheidende ist, wir können diese ganzen Prozesse alle machen, ohne irgendwelche Defekte im Halbleiter zu machen. Wir schmelzen das Silizium hier immer auf und es rekristallisiert wieder. Wir haben keinerlei Defekte. Auch hier die Kontaktierung, die schneiden wir hier auf, um den Kontakt zum N-Typ-Material und P-Typ-Material zu trennen. Ich zeige Ihnen jetzt den Prozess. Unser Laserprozess. Wir fangen an mit einer strukturierten Siliziumscheibe, die ist auf der Vorderseite so rau gemacht, damit sie eine geringe Reflexion hat. Das ist ein N-Typ-Material. Jetzt müssen wir einen PN-Übergang machen, lokal. Normalerweise muss man das machen mit Maskierung. In der Mikroelektronik ganz klar, Siliziumdioxid, Maskieroxid, 2 Stunden lang bei 1000 Grad, nach 200 Nanometer, dann öffnet man mit Fotolithografie und so weiter. Und dotiert dann, nee, wir machen eines. Wir spattern Bohr auf, ein paar Nanometer. Jetzt nehmen wir unseren Laser, schmelzen das Silizium auf und dem geschmolzenen Silizium diffundiert das Bohr ein. Das passiert innerhalb von 100 Nanosekunden. Ein Laserpuls. Wir scannen die Laser dabei dann. Stück, Stück, Stück. Das kann man in einer Sekunde machen für einen Wafer. Okay, dann ist das Bohr hier nicht bestrahlt, deswegen ist hier nicht diffundiert. Jetzt essen wir weg. Cleaning. Reinigen. Jetzt machen wir eine Phosphordiffusion. Phosphor wird auf der Vorderseite diffundiert, auf der Rückseite. Das macht hier, was man in der Photovoltaik ein Front Surface Field nennt. Ein elektrisches Feld, das die Ladungsträger von der Vorderseite weghält, damit sie nicht rekombinieren. Und jetzt müssen wir den ohmschen Kontakt hier machen. Dazu nehmen wir das Phosphorglas, das wächst während der Phosphordiffusion. Wir nehmen das Phosphorglas als Quelle für den Phosphor und nehmen unseren Laser und datieren hier wieder lokal. Und jetzt ätzen wir mit einer leichten Äze Phosphor, das hier überall drauf ist, weg. Jetzt haben wir unsere Zelle eigentlich fertig. PN-Übergang hier, ohmsche Kontakt hier, ohmsche Kontakt hier. Jetzt brauchen wir noch eine Passivierschicht vorne und hinten und wir brauchen noch Kontakte. Zuerst mal passivieren wir ein dünnes thermisches Oxid. Das ist das Beste, was man machen kann bei N-Typ und P-Typ Silizium, um Silizium zu passivieren. So wie bei jedem Gate-Oxid in einem MOS-Transistor drin. Das muss ein sehr gutes Oxid sein. Nehmen das Oxid, thermisches Oxid, sehr dünn, und dann machen wir
Siliziumdioxid, Siliziumnitrit drauf. Das Siliziumnitrit hat zwei Vorteile. Das erste ist, es enthält positive Ladungsträger. Das hilft uns, die Vorderseite gut zu passivieren. Das zweite ist aber, es enthält eben auch viel Wasserstoff, den wir dann noch in die Grenzfläche bringen können, um Defekte zwischen Siliziumdioxid und Silizium zu passivieren. Jetzt haben wir die Zelle überall oxidiert. Sie hat nur noch keine Kontakte. Die machen wir jetzt auf der Rückseite. Dazu müssen wir zuerst hier öffnen, die Passivierschicht. Das machen wir wieder mit dem Laser. Das ist unser dritter Laserschritt, den wir defektfrei machen. Und dann dampfen wir einfach Aluminium überall auf. Und jetzt strukturieren wir das Aluminium hier mit dem Laser. Das ist das, was Sie von der Zelle sehen, wenn Sie die Rückseite angucken. Das ist fertig. Wo stehen wir? Wir machen alles auf solchen 4 Zoll Wafern. Aber wenn wir natürlich optimieren, nehmen wir nicht die großen Zellen hier, sondern wir optimieren zuerst mal Zellen von 4 Quadratzentimeter. Wir stehen, das sind dann halt viele auf einem Wafer drauf, wir stehen jetzt bei 23,2%. Und auch da sind weniger als 25 Zellen gemacht. Und die sind alle über 23%. Wir haben verschiedene Prozesse ausprobiert, um die Rückseite zu machen. Das sehen Sie in der Fotolithografie. Das stand etwa vor anderthalb Jahren. Jetzt stehen wir da und die ersten Zellen auf 5 Zoll haben 21,2%. Und jetzt geht es nach 22% und dann werden Zellen hochskaliert. Okay, jetzt gucke ich wieder zu der Kurve. Naja, unser Ziel ist 22% zu machen an den Zellen. Wirkungsgrad 22%. Dann können wir Module bauen mit 21%. Was kosten die? Das asiatische Modul kostet derzeit, muss so viel kosten, 56 Cent pro Watt Peak. Das ist null. Wir wissen, dann dürfen wir, wenn das Modul 21% hat, dann muss aber auch jedes Modul 21% haben, müssen wir unter der Kurve da bleiben. Möglicherweise auch da. Ein Installateur wird uns das nur abkaufen, wenn er nicht 7 Cent mehr zahlt. Warum soll er das machen? Er wird uns sagen, ich zahle nur 4 Cent mehr, sonst verdiene ich ja nichts. Wie sind die Herstellkosten? Das haben wir durchrechnen lassen von Profis. Die werden bei 49 Cent pro Watt Peak liegen. Das heißt, und man muss das vergleichen, die Module von SunPower werden verkauft um 90 Cent pro Watt Peak. Ja? Also es gibt da nach oben, wenn man unbedingt was Tolles haben will, wenn ich einen Porsche haben will, bin ich bereit, mehr dafür zu bezahlen. Auch wenn mich der genauso wie ein Smartphone A nach B bringt. Also es gibt ein Markt für hochpreisige Module. Aber selbst hier können wir mithalten. Es gibt eine Handelsspanne von über 10 Cent pro Watt Peak. Das ist realistisch. Deutsche Löhne, deutscher Standort, deutsche Stromkosten, deutsche Wasserkosten, deutsche Entsorgung von Chemikalien, Preis für Gebäude und so weiter, alles eingerechnet. Das ist eine Fabrik, die 200 Megawatt pro Jahr produziert. Also nicht eine Superfabrik mit einem Gigawatt oder mehr. Eine ganz normale Fabrik. Wenn Sie fragen, wie geht es weiter, da gibt es eine realistische Chance. Und wir reden auch mit Menschen, die daran interessiert sind. Jetzt noch so das ewige Lied oder eines der Argumente gegen die Photovoltaik war ja immer, ach, die Speicher sind ja viel zu teuer. Bis 2008 habe ich eben gehört, lass das mit der komischen Photovoltaik, das wird nie was. Wenn Sie heute in die Zeitung drin reingucken, dann würde vielleicht jemand sagen, lass das mit dem Kohlekraftwerk, das wird nichts mehr. Die Photovoltaik ist so billig geworden. Das ist so das letzte Argument. Was ist, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Das sind nicht meine Daten, sondern die stammen von Winfried Hoffmann, ehemaliger Präsident der EPA, Europäische Photovoltaikindustrie, Gesellschaft, Vertretung. Der hat sich angeguckt, Lithium-Ionen-Akkus, Preise, Dollar pro Kilowattstunde, das sind die Systemkosten. Ich muss genau sagen, ohne Inverter. Also sie nehmen die Zellen und verbauen die Lithium-Ionen-Zellen in ein Pack, wie man das heutzutage nennt. Und jetzt sehen Sie die Lernkurve. Naja, gut, es sind 2 Zehner-Potenzen, ist sie bisher gelaufen. Wenn Sie die paar Daten miteinander verbinden, dann kommen Sie auf einen Lernfaktor von 0,85. Das heißt, immer bei Verdopplung der in den Markt gebrachten Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus ist der Preis gefallen um 15%. Jetzt kann man das weiterrechnen, die Lernkurve. Das hat er gemacht. Und da kommt jetzt raus, Kosten
$1 pro Kilowattstunde für die Installation, für das Pack von Lithium-Ionen-Akkus. Sehen Sie, das wird heute, liegt das hier um die $400 pro Kilowattstunde Installation. Und es wird runtergehen bis ins Jahr 2030, so sagt das voraus, auf $125 pro Kilowattstunde. Jetzt, was uns interessiert, ist natürlich, was kostet jetzt der Strom, der aus diesem Speicher, den ich im Keller habe, rauskommt. Heute ist es so um die 20 Euro Cent pro Kilowattstunde. Es gibt auch, wenn Sie ein richtig großes System bauen, dann kommen Sie runter auf 15 Cent die Kilowattstunde. Das hängt dann von der Entladetiefe ab und solche Dinge. Was kommt denn da im Jahr 2030 raus? 5 Cent. Die Kilowattstunde. Naja, das klingt ja schon mal sehr gut. Wenn ich jetzt nehme, heute kostet der Photovoltaikstrom nur noch 8 Cent die Kilowattstunde von einer großen Photovoltaikanlage, von einer kleinen auf dem Dach kostet er etwa 12 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich jetzt weitergehe, 5 Cent die Kilowattstunde im Jahr 2030 von der Photovoltaikanlage und 5 Cent von meinem Speicher, das Lithium-Ionen-Akkus, das sind 10 Cent die Kilowattstunde. Bei mir zu Hause an der Steckdose, weil der Strom von meinem eigenen Dach kommt, tags und aus dem Keller kommt er nachts, da kann kein Strom aus dem Netz mithalten. Und genau diese Diskussion werden Sie als junge Ingenieure und Ingenieurinnen ja führen in den nächsten Jahren. Wird das was mit den erneuerbaren Energien? Das ist gar nicht mehr die Frage. Das ist längst entschieden. Es ist eher die Frage, wie lange geht es noch gut mit den fossilen Energien? Es gibt immer noch viele Fragen bei den erneuerbaren Energien, die offen sind. Das ist ganz klar. Netzstabilität und so. Ja gut, kann man das auch sagen. Ich brauche eigentlich das Netz gar nicht, den großen Teil vom Jahr, wenn ich dann Speicher im Keller habe. Ich will natürlich den Strom nur dann haben, wenn mein Speicher leer ist. Dann wäre ich allerdings auch bereit, 1 Euro für die Kilowattstunde zu bezahlen. So, da ist ganz andere Anforderungen an Sie stellen, als Ingenieure und Ingenieurin in der Zukunft, als es an mich und an meine Kollegen und Kolleginnen gestellt worden ist. Aber die Zukunft für die erneuerbaren Energien, für die Photovoltaik, für die Windenergie, für die Speicher ist sehr, sehr, sehr gut. Die ganze Informationstechnik kommt natürlich dazu, die Kommunikationstechnik. Wie reden die Systeme eigentlich miteinander? Nicht nur im Haus, sondern auch außerhalb. Wie geht es weiter? Naja, der Modulmarkt geht nach Süden, so pauschal gesprochen, Nordafrika, Südafrika, Südamerika, dann Indien, China. Und Premium-Module war eine meiner Botschaften mit Wirkungsgraden über 20%, sind in Deutschland herstellbar für 50 Cent pro Watt-Peak. Ich hatte Ihnen 49 gezeigt, Cent pro Watt-Peak. Und damit kann man mithalten mit anderen Modulen. Im Jahr 2030 wird der Strom aus Photovoltaik in Deutschland 5 Cent die Kilowattstunde kosten. Heute kostet er 8 Cent. Und der Strom aus dem Speicher nochmal 5 Cent dazu. Ja, und so in 6 Cent. Oder wenn es 7 sind, das sind weit weg von den 28 Cent, die ich am Netz bezahlen muss, mit Steuern, selbstverständlich. Aber es zwingt mich ja niemand, ans Netz zu gehen. Muss ich ja nicht. Herr Firnbach macht es ja vor. Und jetzt zum Schluss noch, ganz klar, also Schadstoffe müssen raus aus Photovoltaikmodulen. Da können Sie gern mit mir diskutieren. Ich bin natürlich schon öfters deswegen attackiert worden, aber Sie alle werden mir recht geben, es ist eigentlich völlig unvernünftig, mit Blei zu löten, wenn man es auch anders kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.